kein Mann in Aussicht? Sind Roves Lippen der Grund? Könnte das der Grund für Jamila Roves, 55, Single-Dasein sein? Nur noch wenige Tage muss die TV-Bekanntheit im Dschungelcamp aushalten. Chancen auf den Sieg hat sie wohl allemal, denn sie mauserte sich die letzten Tage zum Zuschauerliebling. In den Gesprächen am Lagerfeuer scheint sie vor allem eine Sache zu belasten: sie kann den passenden Partner nicht finden. Ihre Dschungelbegleitung Yvonne Wölke, 41, hat die Theorie, dass Jamila wegen ihrer aufgespritzten Lippen keinen Mann findet. Im Gespräch mit Wipte überlegt Yvonne, woran es liegen könnte, dass Jamila ihren Seelenverwandten bisher noch nicht gefunden hat. Ich glaube, viele Männer haben halt Angst vor ihr. Vielleicht, weil sie mit ein bisschen dickeren Lippen als sonst in Erscheinung tritt. Meint sie. Allerdings sei das ja nur das Äußerliche und ein Mann müsse sich vielleicht die Zeit nehmen. Sie richtig kennenzulernen, findet die Schauspielerin. Denn im Herzen sei Jamila ein wirklich guter Mensch, sie ist liebevoll. Warmherzig, man kann mit ihr lachen und Witze machen, aber auch über ernste Themen sprechen. Ich finde, sie ist eigentlich die perfekte Person. Einen weiteren Kuppelversuch unternahm auch schon Jamilas Dschungelmitbewohner Cosimo Ciciolo, 41. Kurz vor der gemeinsamen Prüfung fragt der Entertainer den anwesenden Ranger, ob er nicht Interesse an einem Date mit der 55-Jährigen habe. Und mit den richtigen Argumenten gelang es ihm tatsächlich, seine Zustimmung für den Nummerntausch zu bekommen.